Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der News der Woche mit mir, dem Sebastian. Nach einer ziemlich langen Pause, das waren jetzt mit Sicherheit ein paar Wochen, geht's jetzt endlich mal weiter. Ich muss sagen, ich hatte nicht allzu viel Zeit in letzter Zeit, auch die Lust hat bei mir so ein bisschen, ja, nachgelassen, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen kamen jetzt einfach die letzten paar Wochen keine News der Wochen, Videos, Folgen, was auch immer, Episoden. Und jetzt geht das Ganze aber wieder los. Das bedeutet, jetzt kommt jede Woche, also wöchentlich, ein Video, News der Woche Video, in dem ich über die aktuellen Ereignisse, über Themen, über News, über Infos, alles so aus der Gaming-Branche oder Hardware-Szene oder sonst was laber und meinen Senf dazu abgebe. So, die Einleitung war jetzt schon wieder viel zu lang. Im Hintergrund seht ihr natürlich ein Battlefield 4 Gameplay. Das Ding ist jetzt ja rausgekommen. Battlefield 4 ist rausgekommen und ich muss sagen, boah Leute, oh, das Game ist einfach nur mega geil. Ich find's richtig cool. Und gut, wie gesagt, Einleitung ist schon viel zu lang geworden. Jetzt geht's auch direkt mal los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ab geht's. Als ich das gelesen habe, worüber ich jetzt erzählen möchte, da dachte ich mir so, what the fuck, da war ich echt vollkommen fertig mit der Welt. Also in dem Moment war der Glaube an die Menschheit bei mir irgendwie weg. Also, naja, worum geht's überhaupt? Das chinesische Fernsehen hat die Master Chief-Rüstung aus Halo für einen Kampfanzug der US Army gehalten. Oh Gott, Leute, allein schon der Gedanke, das ist ja schon total abwegig irgendwie. Und zwar sieht das Ganze so aus, dass auf dem Channel 7 oder Channel 7 wird das Ding wahrscheinlich in China ausgesprochen. Das ist ein Fernsehsender und dort gibt es eine mehr oder weniger eine Propagandashow. Die ganze Show heißt New Defense Observations. Oh Gott, jetzt habe ich mich da verlesen. Das ist natürlich der Scheiße. Auf jeden Fall heißt das Ding New Defense Observations. Mein Gott, schwieriges Wort heute. Und dort hat eine Alter, was habe ich heute für Wortfindungsstörungen? Das gibt's ja gar nicht. Auf jeden Fall dort auf diesem Channel und auf diesem in dieser Propagandashow hat eine Militärexpertin, wohlgemerkt eine Militärexpertin und Professorin der PLA National Defense University über eine neuartige Körperpanzerung des US-Militärs ja geredet und die hat das ganze Ding dort veranschaulicht und sie meinte auch, dass dieser Kampfanzug für die Massenproduktion sehr teuer wäre und zu teuer wäre, das könnte also nicht gehen, aber kleinere Spezialeinheiten, für die ist es äußerst effektiv. Und dann im nächsten Moment hat die Militärexpertin gesagt, boah Leute, wisst ihr was, ich habe sogar brandheiße Bilder, die hat noch niemand vorher gesehen, an die sind unsere, was weiß ich, Spionage, Software, whatever, was auch immer, ist da dran gekommen und brandheiße Bilder, die zeigen diesen Kampfanzug. Und dann hat man ohne Mist ein Bild von Master Chief gesehen, aus Halo. Und ja, mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Ich denke, da kann sich jeder seine eigene Meinung zu bilden, indem er erstmal richtig laut loslacht, weil das ist schon ziemlich crazy. Und dann, das kommt nämlich noch, dass nämlich im nächsten Moment wurde dieser Anzug mit dem Anzug von dem Iron Man verglichen. Und dann wurden auch Bilder oder Szenen aus dem Film Iron Man 3 gezeigt. Allerdings wurde dann natürlich darauf hingewiesen, dass man natürlich weiß, dass diese Szenen aus einem Film stammen und nicht die Realität zeigen. Und bei Master Chief, naja, war es leider nicht so. Naja, die ganze Aktion war auf jeden Fall ziemlich lustig. Eine offizielle Stellungnahme seitens Channel 7 bleibt noch aus. Allerdings ist das, wie gesagt, ist das mehr oder weniger so ein Propagandasender. Und ich denke mal nicht, dass die sich dazu noch großartig äußern werden. Denn wenn man sich so einen Patzer leistet, ist natürlich für die Regierung oder für die Betreiber des Senders nicht allzu dolle. Alle Telekom-Nutzer bzw. auch Leute, die noch Telekom-Nutzer in nächster Zeit werden wollten und es dann wegen den geplanten Drosselplänen gestrichen haben bzw. gesagt haben, nee Leute, so eine Drosselcom, das ganze Zeugs, das tue ich mir nicht an, ich wechsle auf keinen Fall später irgendwann mal zu Telekom. Die ganzen Leute, die können jetzt in Freudentränen ausbrechen, zumindest erstmal, denn das Landgericht Köln hat diese Drosselpläne seitens der Telekom verboten. Nämlich die Verbraucherzentrale NRW hatte vor dem Landgericht Köln gegen die Deutsche Telekom eine Klage eingereicht und diese hat nun vom Landgericht Köln Recht behalten. Denn der eigentliche Plan der Telekom war das Jahr. Gott, ja, mein Deutsch ist heute so ein bisschen komisch. Na gut, auf jeden Fall, die eigentlichen Pläne der Telekom waren ja folgende, dass man nach Erreichen eines bestimmten Datenvolumens, das sich natürlich, je nachdem, was man gebucht hat, unterscheidet in der Größe, dass der Anschluss dann auf 384 Kilobits
in der Sekunde gedrosselt wird. Das ist verdammt langsam. Und da haben sich natürlich auch viele Leute beschwert. Viele Leute fanden das nicht dolle. Und da hat sich Telekom eine Menge Flame eingefangen. Und Telekom ist nachher ein bisschen zurückgerudert und haben gesagt, ja komm, dann ändern wir halt die Drosselung auf 2 Megabits pro Sekunde. Allerdings auch das hat das Landgericht Köln nicht akzeptiert. Diese Klage, oder besser gesagt das Urteil, das Urteil ist bis jetzt noch nicht rechtskräftig, bedeutet, noch tritt das nicht in Kraft. Sollte das allerdings rechtskräftig werden, müssten die entsprechenden Passagen, die diese Drosselung befürworten, in den Verträgen gestrichen werden. Bedeutet, da wird nichts passieren. Stinkt normal, keine Drosselung, coole Verträge und alles easy going. Die Begründung des Gerichts war folgende. Das Gericht begründete sein Urteil damit, ups, das habe ich jetzt auch schon vorgelesen, das wollte ich eigentlich gar nicht, verdammt, auf jeden Fall, dass der Begriff Flatrate für Kunden bedeutete, dass man für einen Festpreis eine bestimmte Surfgeschwindigkeit erhalte und daher nicht mit Einschränkungen rechnen müsse. Klingt auch vollkommen logisch, die Telekom ist einfach dumm, ich weiß auch nicht, wieso sie sich das eingefallen lassen haben. Und gut, Landgericht Köln kriegt auf jeden Fall erstmal ein dickes, fettes Like von mir und ich denke auch von vielen anderen Leuten auch. Jetzt muss das ganze Urteil nur noch rechtskräftig werden und dann können wir alle happy werden. Nächstes Thema. 2011 kündigte EA mit Command & Conquer Generals 2 einen neuen Teil der Command & Conquer Reihe an, der auf der Frostbite Engine basiert, sprich auf der Battlefield Engine, der komplett zerstörbare Umgebung beinhalten sollte, also wegen der Frostbite Engine, und der auf einem Free-to-Play-Modell basiert, sprich eigentlich müsste man dafür im Prinzip nichts bezahlen, wenn man das Spiel spielen möchte. Da gab es auch so ein paar Diskussionen wegen Pay-to-Win und so weiter, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Es geht nämlich darum, dass die Entwicklung dieses Command & Conquer Teils komplett eingestellt worden ist. Und als ob das nicht schon genug wäre, wurde auch das Entwicklerstudio, das gerade an der Entwicklung beteiligt, oder mein Gott, dass das Spiel gerade entwickelt hat, Victory Games hieß das, das Ganze wurde auch direkt geschlossen. Also ist jetzt das Spiel, Command & Conquer und das Entwicklerstudio sind beides Geschichte. EA hat sich dazu so geäußert, oder besser gesagt, als Grund dafür hat EA angeführt, dass sie sich das überwiegend negative Spielerfeedback zu Herzen genommen haben und dann einfach mal so gesagt haben, wisst ihr was, wir plätten nicht nur direkt das Spiel, sondern wir hauen auch direkt das Studio vom Platz und naja, dann sind die Leute halt arbeitslos und können sich neue Arbeit suchen und nee, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das Ganze ist so ein bisschen auf Kindergartenniveau, ich komme damit irgendwie überhaupt nicht klar, denn EA ist eigentlich, ich denke, das sind alles erwachsene Menschen und dann direkt so ein Entwicklerstudio zu plätten, naja, ich bin jetzt kein Fachmann dafür, kann natürlich auch sein, dass es die einzige Lösung war, die es gab, aber ich persönlich finde es nicht dolle. EA hat dazu auch noch ein offizielleres Statement abgegeben, und zwar gegenüber der Seite polygon.com, und das Ganze zitiere ich jetzt einfach mal, zumindest zitiere ich einen Ausschnitt davon. Wir haben nicht das Spiel gemacht, das die Fans da draußen spielen möchten. Deswegen haben wir uns nach vielen Überlegungen dazu entschlossen, die Entwicklung dieser Version des Spiels abzubrechen. Natürlich respektieren wir die Arbeit, die unser Team bisher geleistet hat, sehr, aber am Ende geht es darum, dass die Spieler das Spiel erhalten, das sie erwarten und verdienen. Na gut, EA, na gut, Victory Games, dann hättet ihr euch einfach direkt von Anfang an mehr Spieler an den Rand ziehen sollen und fragen sollen, hey Leute, was wollt ihr für ein Spiel haben? Und dann wäre damit sicher rausgekommen, ja, wir möchten gerne einen Vollpreistitel haben, richtig würdigen Command & Conquer Teil und nicht irgendein Free-to-Play-Ding, das in der Alpha anscheinend ziemlich hart auf Pay-to-Win ausgelegt worden ist und die ganze Serie laut vielen Command & Conquer Spielern ziemlich kaputt gemacht haben soll. Ich kann dazu nicht sagen, Command & Conquer ist, um ehrlich zu sein, nicht so mein Spiel, ich kenne mich damit nicht so aus. Aber wie gesagt, das ganze Verhalten von EA finde ich so ein bisschen auf Kindergartenniveau. Na gut, jedem seine eigene Meinung, kann ja jeder dazu denken, was er möchte. Ich persönlich finde es nicht dolle. So, und da habe ich jetzt auch schon wieder viel zu lange über ein Thema geredet, denn wir sind jetzt schon wieder durch mit der heutigen Episode News der Woche und ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet natürlich auch Spaß mit dem Gameplay im Hintergrund, Battlefield 4 Gameplay, das werde ich gleich noch spielen, da muss ich mal gucken, auf welcher Map, wahrscheinlich im Team Deathmatch oder im Domination-Modus, da werde ich einfach mal gucken, was da so alles gibt. Und natürlich auch, dass euch die Themen ein bisschen interessiert haben. Das wäre natürlich auch cool und ihr jetzt ein bisschen erleuchtet seid. Ihr die Erleuchtung bekommen habt. Das wäre natürlich das Optimalste. Gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, beziehungsweise, ich wünsche euch einen wunderschönen Montag, einen wunderschönen Start in die Woche. Verdammt, ich nehme das Ding jetzt ganz am Sonntag auf, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche, habt noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann, ciao, ciao.